Das ist der Beat von sail.ch. Wir machen heute das Mann über Bord, zeigen Ihnen, wie das geht. In der Praxis, bei hohen Wellen oder auf dem Meer, macht man es wahrscheinlich ein bisschen anders. Wir machen das Manöver für die Motorbootprüfung am Zürichsee. Danke. Wir kommen zum Mann über Bord. Zuerst sollte man eigentlich wissen, von wo der Wind kommt. Anhaltspunkte sind die Fähne. Also wenn wir hier irgendeine Fahne haben, wo da weht, sehen wir, der Wind kommt also so. So Fähnchen hat es auch zu oberst auf dem Segelschiff. Stander in der Segelfachsprache. Also bevor man eigentlich einen Hafen verlässt, können wir schauen, wo der Wind herkommt. Manchmal sind es auch viele, wenn der Mast so haben, dass wir hier oben einen Pfeil haben. Also dort wo dann der Pfeil anzeigt, dort kommt der Wind her. Oder wir können auch schauen, wie das Schiff an den Bojen hängt. Also wenn wir jetzt hier Bojen haben am Land und der Wind kommt jetzt hier von links, dann sehen wir zuerst Bojen und das Schiff, das hängt, weil das treibt automatisch in Wind. Das sind so die Anhaltspunkte, die wir haben, um den Wind zu erkennen. Profi sehen es natürlich auch an der Welle, wie das kommt, ganz genau. Und es lohnt sich, bevor man ableitet, zu schauen, wo der Wind herkommt, dass man da nicht gross muss drauf schauen muss. Gut. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Manöver. Wir nehmen jetzt an, der Wind kommt von oben, so. Da wäre unser Mann. Jetzt fange ich mal von hinten an. Also zuletzt stehen wir im Lauf vom Mann und treiben auf ihn zu. Und müssen da stehen bleiben, dass wir den Motor abstellen und aufnehmen können. Zum Manöver, die 50-Grad-Landung, kommen wir von da. Machen wir die Landung so. 50 Grad. Wir abdrehen, wir etwa 2 Meter vor dem Mann ansteuern, da, dass wir noch genug Platz haben zum Abdrehen. Drehen ab, bis gerade gestellt ist und dann drehen wir den Motor nach rechts drehen und bremsen, bis wir stillstehen, bis er da hinten ist. Also das Manöver da, so, dann bremsen. Und jetzt ist wichtig, dass wir zu dem Punkt kommen, auf dem schnellsten Weg. Ich zeichne jetzt das einmal einzeichnen mit einer anderen Farbe. Wenn wir am Anfang so fahren, rausnehmen, um zu schauen, wo der Wind herkommt und wie ich fahre, dann drehe ich so auf diesen Punkt zu. Fahre ich gegen den Wind, so, rausnehmen, warte, dann fahre ich so darüber. Immer Steuerbord, Vorwärtsmanöver, abschliessen. Steuerbord, weil wir auf der Steuerbordseite sitzen und wir den Mann mehr sehen. Wenn ich so fahre, tue, so durch, wieder zu dem Punkt. Wenn ich in die Richtung fahre, so, dann ist es natürlich fast gleich auf der Seite. Ob ich so umgehe oder so, ist der gleiche Weg. Das ist eigentlich der einzige Punkt. Und sonst immer am schnellsten Weg zu dem Kreuz, relativ zügig, und dann langsam Schlussmanöver machen, bis wir dort sind. Wenn ich viel Wind habe, dann muss ich mehr Abstand haben, weil dann treibe ich drauf zu. Und das Problem ist eher, wenn ich gar keinen Wind habe. Jetzt das noch zeichnen. Also wenn es jetzt Flauten ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle, von welcher Seite dass ich komme. Wenn ich es wieder von da einzeichne, fahre ich wieder an mit diesen 45 Grad, ein bisschen vorher. Wichtig ist dann einfach, dass ich mehr Drift habe. Und wie komme ich Drift über? Ich tue da wieder abdrehen, gehe raus, dann einschlagen. Entschuldigung, auf die andere Seite einschlagen, so natürlich. Ich tue einschlagen und wenn ich da bin, immer noch eingeschlagen, nehme ich den Gang raus. Wenn ich den Gang rausnehme, dann tut er nicht mehr so schön weiterdrehen, sondern ich drifte eher auf den Mann zu.
Also lernen einfach driften, bis ich da bin. Eingeschlagen habe. Und dann drehe ich voll auf die andere Seite und tue einen Retour, bis ich bremst habe. Dann habe ich noch ein bisschen Drift. Die Gefahr ist, wenn ich keinen Wind habe, dass ich nicht gut herankomme. Und bei viel Wind, dass ich zu nahe bin, also bei viel Wind sollte ich mehr Abstand lassen, dass ich zudriften kann. Und bei wenig Wind muss ich schauen, dass ich nahe genug komme. Wir dürfen einfach nicht über den Haufen fahren, also auch nicht zu nahe. Ich tue noch mal schnell unterbrechen, das ganze Manöver, wenn wir da mit drin sind, vom Mann über Bord. Wenn euch das Video gefällt, macht ein Abo. Das ist übrigens gratis. Das seht ihr hier unten. Die Glocke aktivieren. Liken den Kanal liken oder das Video oder schreiben einen Kommentar. Wir freuen uns immer drauf. Kommentar ist da unten. Okay. Viel Spass. Wir kommen jetzt zum Mann über Bord. Geht unser Mann rüber. Wir nehmen den Gang raus, um zu schauen, ob es sich lohnt, dort zu holen. Wenn wir uns entschieden haben für ja, dann geht's los. Wind haben wir richtig von Zürich, von da oben, entlang am See. Also müssen wir zu einer Position kommen. Fahren wir 45 Grad zum Wind an, auf den Mann zu, tendenziell ein bisschen rechts vom Mann, damit wir schön drehen und bremsen können. Dann gehen wir auf Standgas zurück. Das Zeitlimit ist 2 Minuten. Wir nehmen dann den Gang raus, einschlagen und vorwärts ziehen. Lassen den drin, bis wir etwa parallel sind zum Wind. Nehmen den raus, driftet er ein bisschen. Dann können wir voll rechts drehen, dass wir dann fertig driften. Und fahren, bis er steht, das ganze Schiff so. Gut. Wenn er steht, tun wir den Motor abstellen, laufen hinterher und nehmen den auf. Haben den gefunden. Und tschüss.